Ja, hi, hier ist Marcel von Die Krupps, Gitarrist, und heute beginnt die Tour. Ja, und der Nils, der neue Mann quasi, seit 2015, auch Gitarrist, ist auch mit an Bord. Heute ist Tourauftakt, in den Oberhausen. Soundcheck ist durch, lief schon ganz gut. Und Marcel, ihr habt gerade gesehen, dir gab es noch einen kleinen Defekt am Amp. Allerdings. Bei sowas ist es immer gut, wenn man seinen Roadie dabei hat und wenn man sozusagen auch noch die Ruhe hat, dem Fehler auf den Grund zu gehen. Richtig? Absolut. Die Ruhe haben wir aber leider nicht, da schon die erste Supportband quasi aufbauen möchte. Und solche Sachen fallen natürlich auch immer erst hinterher auf, dass man zum Beispiel mal ein Amp aufschrauben muss, das Kabel kaputt sind, etc., Pedalboards funktionieren nicht. Alles am ersten Tag, ihr kennt das, ist extrem nervig, aber auch dieser Tag geht vorbei. Und wie sah es auf deiner Seite auf, Nils? Oh, technisch alles sauber. Sound ist gut. Es wird schon eine spaßige Show werden heute Abend. Ich freue mich ein bisschen auf die Amis gleich. Bin gespannt, wie die Vorband so wird, weil die sehen wir ja beide dann zum ersten Mal heute. Mal gucken. Okay, und die Geschichte mit euch beiden ist im nächsten, wie heißt das Heft? Die ist in der nächsten Gitarre und Bass.